Hallo allerseits da draußen. Die Mantiker sind mal wieder live und ich weiß auch, dass wir live sind, weil ich kann das jetzt immer sehen. Und wir waren ganz lange nicht online. Das hat diverse Gründe. Aber jetzt unter rückläufigem Merkur dachten wir, es ist mal wieder Zeit für eine Live-Session. Und die Mantiker, das sind natürlich 50% der Mantiker neben mir, mein Mann und ja. Co-Arbeiter, Mitarbeiter, Zusammenarbeiter. Rui. Hallo, mein Schatz. Hallo. Ja, hallo da draußen, ihr, die uns alle so treu zuguckt. Willkommen bei unserer heutigen Session von ganz Kirsten, du hast das wieder wunderbar technisch hinbereitet und hingekriegt. Also ich bin da immer wieder erstaunt, deine Neugierde, dein Technikflair, wie du das immer wieder hinkriegst. I'm so fascinated. Möchtest du mich vielleicht auch noch vorstellen? Moment, 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 Moment. Ja, 50% der Mantiker sprechen gerade mit euch. Die anderen 50%, viel schöner wie ich, viel attraktiver wie ich, sind heute auch wieder live und ich freue mich, Kirsten diesen Talk wieder machen darf. Sag mal, Kirsten, nicht nur du bist sehr attraktiv, sehr innovativ, sehr schnell und ich bin sehr neugierig. Worum geht's denn heute? Ja, also erstmal möchte ich noch sagen, es ist schön, dich zu sehen. Wir haben uns irgendwie den ganzen Tag über nicht getroffen und jetzt sitzen wir beide vor dem Ja, gleichen Bücherregal. Das finde ich ganz, mach dich rar. ganz cool. Ja, worüber wollen wir heute reden? Es geht um Zeitangaben beim Kartenlegen. Wir haben dieses Thema schon mal in unserem allerersten Video angerissen, was wir im März oder April, ich weiß nicht mehr genau, herausgebracht haben. Da haben wir nämlich über die Frequently Asked Questions, die oft gestellten Fragen geredet zum Tarot. Das Video könnt ihr euch jetzt inzwischen auf YouTube angucken, auf unserem Kanal. Aber wir dachten, wir vertiefen das Thema heute einfach nochmal. Und da muss ich euch gleich mal mitteilen, dass wir uns heute nicht vorbereitet haben. Wahrscheinlich wird es deswegen heute besonders Heute wird gut. es deswegen besonders gut. Und möchtest du einfach mal vielleicht mir sagen, lieber Roy, wie gehst du denn mit dem Thema Zeitangaben beim Kartenlegen um? Und vielleicht machen wir das unterschiedlich, also bei Orakelkarten und bei Tarot. Was würdest du da sagen? Definitiv bei Tarotkarten halte ich mich seit Jahrzehnten schon raus, weil ich der Meinung bin, dass man mit Tarotkarten nicht gut bedient ist, wenn ich auf Zeitqualität gehe. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich mit Tarotkarten und Zeitangaben arbeite, das war jetzt sicher kein natürliches Hintergrundgeräusch. Flasche aufzukriegen. Ja, ich wusste, es ist kein natürliches Hintergrundgeräusch. Und ich finde, da bin ich immer schlecht beraten, wenn ich dann mit Tarot versuchen, wie auf die nächsten Minuten, Tage gehe. Das sieht bei mir anders aus, wenn ich mit Orakelkarten arbeite. Inwiefern? Weil ich durch das Legesystem, die große Auslegung, Zeitmöglichkeiten habe, die ich im Vorfeld definiere und somit für Klientinnen und Klienten die Chance habe, die Möglichkeit biete, hier ein bisschen Anweisungen, Hinweise, Tipps geben kann, was möglich wäre für die Zukunft. Für alle, die jetzt sich noch nicht so mit Kartenlegen auskennen, vielleicht erklärst du noch mal den Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten. Die Tarotkarten sind ein festgefügtes System. Hier haben wir immer 78 Bilder, immer 78 Karten. Die teilen sich immer in 22 große Arkana, 40 kleine Arkana und 16 Hofkarten. Das ist immer vorgegeben. Wie sie dann ausgestaltet sind, obliegt den Künstlern. Anders bei Orakelkarten. Bei Orakelkarten ist ein bisschen salopp, es den Herstellern, den Machern frei, wie viele Bilder sie machen. Ob das 5 sind, ob das 20 sind, 50 sind, das kommt meistens auch auf den Hersteller drauf an, wie viele Bilder backt er auf einen Bogen, den er dann druckt. Meistens haben wir bei Orakelkarten 36 Bilder,
Das ist bei Lenormand, das ist bei Kippert, das ist bei den mir sehr beliebten Zigeunerwahrsagekarten so. Und darum gibt es hier diesen Unterschied im Stares-System bei den Tarotkarten, freies System bei den Orakelkarten. Wobei, möchte ich noch ergänzen, dass inzwischen viele Künstler auch mal mehr als 78 Karten in ihr Deck reinlegen, wie zum Beispiel das tolle Modern Witch Tarot, was wir jetzt auch gerade bekommen haben. Da ist zum Beispiel zweimal die 10 der Schwerter drin. Das passiert manchmal, aber das Gefüge an sich ist genauso, wie du es beschrieben hast. Ja, das ist ja aber keine neue Erscheinung. Ich erinnere dich an die Erscheinung des Tod-Tarots von Aleister Crowley und Lady Freda Harris. Das hatte bei der Ausgabe, ich glaube, das waren die Karten von 1978, waren drei Magier dabei. Genau, sehr zum Leidwesen des OTO. Ja, aber es ist keine neue Erfindung Dann, aus den 2000er Jahren, sondern eben das gab es, wenn man jetzt böse ist, schon seit 70 Jahren. ja, es geht nur darum, dass wenn jemand sich noch gar nicht mit Karten auskennt, dann sich nicht wundert, wenn er dann doch mal ein paar mehr Karten bei Tarot drin hat. Das ist dann Nee, bin ich trotzdem. völlig bei dir? Da hast du völlig recht. Nur wie gesagt, diese mal mehr Karten bei den Tarotkarten, das gab es ja schon mal. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Oder eben, Entschuldigung, wenn ich das noch anfüge, oder es gab ja auch andere Künstler, die Tarotkarten gestaltet haben, wie Niki Saint-Phalle, allerdings nur die große Arcana, wie Wirth mit den JJ Tarot, wo auch nur gedruckt wurden. Ja, also von da gesehen haben wir das ja schon einmal oder ein paar Mal in der Geschichte der Tarot erleben können dürfen. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, bei Tarot machst du keine Zeitangaben. Dann lass uns doch mal das mit den Orakelkarten vertiefen. Ich werde dann gleich nochmal was zu den Zeitangaben in Tarot sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es nur eine Legung, wo du Zeitangaben machen kannst. Genau, ein Legesystem. Und das ist das große Blatt. Genau, das ist die große Auslegung. Ich sage große Auslegung dazu, denn es gibt zwei Legesysteme, die alle 36 Bilder nutzen. Ja, die einen kennen das unter dem großen Blatt. Vier Reihen, acht Karten. Ja, und die Überbleibenden werden unten dran gelegt. Ich lege immer vier Reihen A9 Karten. Okay, und ist das ein großes Geheimnis oder magst du uns ein bisschen Nee, verraten? es ist absolut kein großes Geheimnis. Für mich ist es immer wunderbar und schön, denn für mich ist immer ab dem oder ab der Karte, die den Fragenden symbolisiert und ab der Karte, die den Signifikator für das Thema angibt, ab dort interessieren mich die neuen Karten nach links, denn nee, falsch nach rechts, denn das ist für mich die Zukunft und da kann man dann wunderbar Hinweise, Tipps und Möglichkeiten den Fragenden vermitteln. Also so gesehen keine große Hexerei, nichts Geheimes, haben wir in unseren Büchern ja schon öfters sehr tief und sehr ausführlich beschrieben und werden wir auch in Zukunft weiterhin benutzen, also ich zumindest, und wir werden es natürlich auch weiter beschreiben und weiter anwenden und natürlich in meinen Beratungen auch fleißig legen. Ja, das bietet sich jetzt natürlich an, einen kleinen Werbeblock einzuschalten. Wir haben nämlich gerade unser neuestes Buch abgegeben beim Königsfurt Urania Verlag. Das erscheint jetzt am 23. November. Und das Neue an diesem Buch ist, dass wir auch einen Online-Bereich haben werden auf unserer Homepage, wo wir Schulungsvideos haben. Und ich habe dich dabei beobachten dürfen, wie du ein großes Blatt als Schulungsvideo vorbereitet hast für diese Online-Seite. Und ja, da sind wir gerade ganz schön am Wuseln. Das ist einer der Gründe, warum wir gerade nicht so oft online gehen, weil wir einfach wenig Zeit haben gerade. Ja, Aber aber wie gesagt, es ist nicht nur dieses ganze Wissen elektronisch zu stellen, ist eine erfreute Geschichte, sondern es macht auch immer wieder Spaß, dass man hergeht und sagt, so, da haben wir eine Klientin, einen Klienten, der mit seinem Thema, mit seiner, ja, mit seiner Belastung, sagen wir es, wie es ist, mit seiner Belastung kommt. Und den können wir dann mit 36 Bildern Hinweise geben, wie er sich in Zukunft verhalten kann, was er für Möglichkeiten hat und wie er sich verhalten kann. Und von daher gesehen
bin ich sehr, sehr glücklich, aber auch sehr dankbar, dass ich dieses System kennenlernen konnte und durfte. Ja, finde ich auch super. Was Tarot betrifft, also ich arbeite da schon mit Zeitangaben. Ja. Kurz noch, ist interessiert, diese Zeitangaben, die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die können wir selber geben für diese neuen Karten. Da können wir sagen, ja, interessieren uns die nächsten 14 Tage, interessieren uns die nächsten 2 Wochen, interessieren uns die nächsten 6 Monate. So, jetzt habe ich das Thema abgeschlossen. Ja, ich wäre davon ausgegangen, dass du vielleicht noch was ergänzen würdest, wenn ich dir jetzt einfach mal sage, was ich mache. Ich lege ja keine Orakelkarten, sondern ich arbeite mit Tarot und Astrologie. Astrologisch habe ich immer perfekte Zeitangaben, da muss ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Aber wenn euch das interessiert, Tarot und Astrologie mit Zeitangabe, auf unserem YouTube-Kanal vom Tarotverband habe ich ein Video gemacht mit Sabine Lechleutner, wo wir exakt darüber reden. Schaut doch auch mal auf unseren YouTube-Kanal vom Tarotverband, der ist wirklich sehr schön. Ein tolles Video. Es ist ein wirklich sehr gelungenes Video, finde ich auch, mit ganz praktischen Beratungsbeispielen, wie man Tarot und Astrologie miteinander verbindet. Aber hier geht es jetzt ja ums Kartenlegen. Und wenn ich Tarotkarten lege und eine gar nicht groß darüber nachdenke, dann arbeite ich immer damit, dass die Systeme, die Standardsysteme, immer eigentlich schon traditionell Zeitangaben haben. Das heißt, ein keltisches Kreuz oder eine 7er-Parabel, die ich ja sehr gerne lege, auch dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, die haben eigentlich immer eine Laufzeit von ungefähr einem halben Jahr. Da rührt daher, dass die Leute, die angefangen haben mit Karten zu legen, sich überlegt haben, was ist ein überschaubarer Zeitraum, der aber allerdings auch noch relativ weit geht, ne? Und das ist 6 Monate, weil in 6 Monaten kann sich viel tun. Gleichzeitig ist es so, okay, 6 Monate, das schaffe ich von jetzt bis zum Frühling, das kriege ich hin. Und deswegen ist das eigentlich auch eine sehr gute Zeitangabe. Ich würde gar nicht gerne sehr weiter abschweifen bei Zeitangaben. Ja, aber du hast auch einen anderen Vorteil. Wenn du sagst, okay, jetzt haben wir Frühling, was hat denn vor einem halben Jahr die Beraterin damals bei der Legung gesagt? Da habe ich noch eher die Erinnerung daran, anders wenn es vor 6 Jahren war. Ne? Also von daher gesehen perfekt. Wobei wir ja inzwischen alle unsere Gespräche aufnehmen und den Leuten zur Verfügung stellen. Genau. Die können sich das auch immer wieder anhören. Macht man aber meistens nicht, aus meiner Erfahrung. Ja, und sowas wie das kleine Kreuz zum Beispiel, das hat, wenn ich da nichts anderes mache, auch eine traditionelle Zeit von 4 Monaten. Okay. Und damit kann man natürlich schon mal ganz gut arbeiten. Aber wenn ich wirklich mit Zeitangaben arbeiten möchte, dann muss ich in meine Frage halt eine Zeit reinlegen. Ob das nun ein Jahr, 6 Monate, eine Woche oder 2 Tage ist. Na, wenn ich da frage, was passiert innerhalb dieser nächsten 2 Tage, dann kann ich sehr gut mit Zeitangaben arbeiten. Aber das ist halt etwas, was das A und O ist, die Kunst der richtigen Fragestellung. Auch dazu haben wir schon Videos gemacht. Ne? Ihr müsst einfach wirklich euch genau überlegen, was ihr fragt, weil die Karten antworten auch genau auf die Fragen, die ihr ihnen stellt. Also, das ist das eine, was ich auf jeden Fall immer mache. Du wolltest was sagen? Sie geben auch die Antwort, die auf die Frage kommt. Und ist die Frage verschwurbelt oder verschwommen oder eben nicht so, oder ist es eine geschlossene Frage, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Ja, ganz genau. Und deswegen achtet einfach darauf, wenn ihr wirklich eine Zeitangabe haben wollt, dass ihr das in die Frage legt. Die andere Zeitangabe, die passiert, wenn ihr keine Zeitangabe in die Frage legt, ist meiner Erfahrung nach, wenn A passiert ist, dann kommt B. Also erst wenn ich eine Aufgabe, einen Rat, den Tarot mir gibt, durchgearbeitet habe, dann kommt das nächste Ereignis, was in den Karten sich ablesen lässt. Und es kommt nicht, weil ich 50 verschiedene Berater frage oder 50 Mal dieselbe Frage stelle, sondern ich muss den Rat der Karten ernst nehmen. Wenn ich das getan habe,
dann geht es weiter. Und wenn die Karten sagen, ruf ihn nicht an, und ich dann doch anrufe, dann wird nicht passieren, was man sich wünscht, wenn das so in den Karten gelegen hat. Ja, aber da sind wir dann schon bei dem Punkt, dass sich der Fragende sich eigentlich nicht um unsere Antwort groß, ich möchte nicht sagen schert, sondern dass er einfach eine andere Entscheidung trifft, was ja auch legitim ist. Ja, ich erwähne das nur, weil sehr oft die Leute ja dann kommen und sagen, das ist aber gar nicht passiert. Und dann frage ich nach, naja, hast du denn das gemacht, was vorgeschlagen wurde? Und dann kommt, nö. Und dann ist das. Ja, ist ja auch wunderbar und toll, weil dann weiß man auch, weil das ist auch das Schöne bei den Tarotkarten. Man muss ja nicht sich an den Hinweis, den wir erhalten, groß halten, sondern man kann auch sagen, nee, pfeif drauf. Ja, und das ist ja auch total legitim und ich habe da auch gar kein Problem mit. Bloß die Leute haben dann, die kriegen eine Kartenlegung und haben dann die Erwartung, dass das in dieser Zeit eintrifft, ob sie es tun oder nicht, was vorgeschlagen wird. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Und da sind wir dann wieder bei den berühmten Blockaden, die ja gerne genannt werden, wenn eine schicksalshafte Prognose nicht eintritt. Also es gibt ja viele Kartenleger auch aus Kartenleger aus meiner Sicht leider, die halt wirklich sagen, in 3 Wochen triffst du einen Mann und der wird dein Schicksal sein. Bitte? Genau, bei Aldi an der Kasse oder sonst wo. Und wenn das dann nicht passiert, dann gibt es halt die Antwort, wenn sich dann die Kundin oder der Kunde beschwert, ja, das war halt eine Blockade, da musst du noch an dir arbeiten. Ne? Und da sind wir auch nochmal bei einem Thema der Zeitangaben. Als Berater oder Beraterin selbst mit der Zeitangabe sich aus dem Fenster zu lehnen, ohne dass das in der Frage lag, halte ich für sehr gefährlich. Ja, man kann bei Themen nur verlieren und das ist sein Thema. Ja, oder die Kundschaft verliert, weil sie eine Blockade hat. Ja, aber ich bin da ein bisschen härter wie du dann in der Aussage, dann habe ich als Berater nicht das richtige Wort gefunden, um meinen Kunden zu erreichen. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich auch nochmal über Blockaden reden. Das ist sicher ein Thema, was interessant ist, oder unsere Haltung zu Blockaden fällt mir dabei ein. Können wir ja vielleicht bei unserem nächsten Live-Chat machen. Ja. Ja. Ja, was gibt es noch zu Zeitangaben zu sagen? Ich sehe, ein paar Leute schauen zu. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Ansonsten glaube ich. Ich finde das spannend. Also für mich ist, wenn die Klienten mich fragen, Zeitangaben, dann lasse ich die Tarotkarten meist aus. Ja, also ich finde, du kannst das ruhig ausprobieren. Ich bin auch kein Fan von Zeitangaben im Tarot. Ich sage das auch immer, dass man eigentlich eher sehen kann mit den Tarotkarten, was ist in mir zu bearbeiten, was sollte ich tun, damit ich an dieses Thema rankomme. Aber durchaus kann man das schon mit der Zeit auch arbeiten unter den Kriterien, die ich gerade vorgestellt habe. Bin ich bei dir. Ich habe dazu übrigens auch, wenn ich das hier mal kurz einblenden kann. Was kommt denn jetzt? Moment, gleich sind wir mal kurz weg. Im Blog Tarot Wissen habe ich einen Artikel aus der Tarot-Schule, Teil 6, Zeitangaben mit Tarot. Den könnt ihr euch natürlich gerne mal durchlesen auf der Seite tarotwissen.de. Um da noch mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Da habe ich so das alles noch mal zusammengefasst, was ich gerade gesagt habe. Der Artikel Zeitangaben mit Orakelkarten, der fehlt noch ein bisschen. Fällt mir gerade ein, haben wir das eigentlich in unserem Buch beschrieben, die Zeitangaben? Haben wir, glaube ich, gar nicht so. Doch, haben wir als einen. Ich empfehle jetzt an alle, die uns jetzt sehen, ihr werdet es erfahren, wenn ihr das Buch in den Händen habt. Wir sind so super Marketing-Stars.
Ja, also auf jeden Fall sollten wir darüber noch mal was dann in der auf der im Online-Bereich machen, Wir denke sagen ich. was dazu, Genau. definitiv. Ja, finde ich total wichtig. Und ja, mir fällt jetzt wirklich nichts weiter ein, was ich dazu sagen könnte zu den Zeitangaben. Vielleicht noch, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt in den Orakelkarten eine Zeitangabe hast, auch die zeitlichen Angaben gemacht hast, aufgrund dieser Legung, und dann passiert das doch nicht in dieser Zeit? Ja, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, warum etwas passiert oder warum etwas nicht passiert. Und wenn dir die Karten empfehlen, mach in den nächsten 14 Tagen den Besuch. Ja? Besuch in den 14 Tagen die Mutter. Ja? Das kann ohne weiteres in den Karten liegen. Und wenn du das dann eben nicht machst, ja, dann darfst du halt den Karten nicht den Vorwurf machen, dass du in den 14 Tagen die Mutter nicht besucht hast. Ja? Oder wenn du mit den Karten den Auftrag kriegst, hör auf, Haus zu verbarrikadieren, sondern geh raus, geh in Gesellschaft, lass dich treiben. Ja? Und du machst das einfach nicht. Ja, dann kannst du auch nicht den Karten den Vorwurf machen, dass sie das nicht, was sie dir empfehlen. Ja? Dann vergeude ich eigentlich meine Energie für Dinge, wo ich Hinweise aus den Bildern kriege. Und genau das gleiche umgekehrt. Ne? Wenn mir die Karten raten, verlieb dich nicht, das ist im Moment nicht dein Thema, und ich gehe aber trotzdem raus und flirte auf Teufel komm raus, ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich einen Korb nach dem anderen kassiere. Dann würdest du sagen, dass diese Zeitangaben nur nicht eintreffen, wenn man etwas anders macht, als die Karten vorgeschlagen haben? Ich möchte das mit einer Gegenfrage beantworten. Warum schlagen das denn die Karten dann überhaupt vor, wenn es eh nicht eintreffen sollte? Hm. Ja, dann kann ich dort genauso gut einen leeren Platz lassen. Ja, aber es kann ja durchaus passieren, dass. Also es geht mir auch so im Tarot, dass ich diese halbe Jahreslegung habe, ne? Und dann sage ich ja, innerhalb eines halben Jahres sollte da was passieren. Und dann kommen die ein Jahr später und sagen, innerhalb des halben Jahres ist nichts passiert. Ohne dass sie nicht das gemacht hätten, was ich gesagt habe. Sie haben sich schon daran gehalten. Das passiert ja auch durchaus. Und da wollte ich wissen, ist dir sowas schon mal passiert und wie gehst du dann damit um? Ja, natürlich ist mir das auch schon passiert, aber ich kann ja dann im Nachhinein nicht die Zeit zurückdrehen und sagen, so, und jetzt gehen wir gemeinsam raus und beginnen, dir einen Partner oder eine Partnerin zu suchen. Ja? Also von daher gesehen, es gibt immer einen Grund, warum etwas nicht funktioniert. Ja? Und auch noch einmal dieses plumpe Beispiel zu nehmen, geh raus und flirte. Naja, klar kann ich rausgehen und flirten, aber wenn ich mich schon über Jahre immer im gleichen Suchschema verhalten habe. Und ich bin halt, ich nehme jetzt ein Beispiel her, ich bin halt ein introvertierter Typ und ich begebe mich immer wieder in Situationen rein, wo introvertierte Typen nicht gesucht und gewollt sind. Ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert, die Partnersuche. Ja? Also ich muss mir schon auch Gedanken machen, wo macht es Sinn und wo ist es sinnlos, wenn ich meine Aktivitäten setze. Wenn ich mich immer bewerben sollte und ich bewerbe mich immer auf die falschen Inserate und auf die falschen Stellen, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich mindestens eine Absage bekomme. Ja, bloß, das ist ja immer, dass da, also da sagst du ja immer, dass die Leute was nicht getan haben, was sie eigentlich hätten machen sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir es durchaus passiert, dass ich eine Zeitangabe gebe und dann trifft das nicht ein, auch wenn die Leute sich große Mühe gegeben haben. Das kann aus meiner Sicht dann daran liegen, dass wir sowas haben wie zum Beispiel Corona, was ich persönlich nicht kommen gesehen habe. Ich habe natürlich gesehen, dass Dinge passieren werden, aber so etwas, wo dann alles einfach einmal zusammenklappt, das ist dann einfach etwas, was man in einer persönlichen Legung nicht unbedingt so mitbekommt. Und dadurch verändern sich Zeitspannen, ne, würde ich Aber sagen. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf dieser Welt Corona in dieser riesen Konsequenz voraus oder danach gefragt hat.
Ja, das weiß man natürlich nicht. Wahrscheinlich eher Letzteres als Ersteres. Ne? Viele Menschen werden da schon einiges drüber gewusst haben, aber hatten keine Lust, als Überbringer schlechter Nachrichten erschlagen zu werden. Ja, also ich tue mir da immer schwer, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich für die nächsten 12 Monate ein Horoskop oder eine Voraussage oder ein Radio oder was immer, und dann soll ich hergehen und das Allerschlechteste rauslesen. Es ist halt manchmal schwer, weil man es vielleicht gar nicht sieht. Ja, ich glaube einfach, dass dass wenn wir beim Kartenlegen auch immer noch mal auf die aktuelle Zeitqualität hinweisen, kann das hilfreich sein, um zu erklären, dass sich was verzögert, ne? Also wenn wir zum Beispiel sowas sagen wie, ja, jetzt haben wir gerade rückläufigen Merkur oder der Mars ist rückläufig oder sonst etwas, da sollte man dann vielleicht gar nicht sich so anstrengen oder Dinge. Das ist natürlich jetzt astrologisch gedacht, aber auch als Kartenleger hat man ja so Gefühl für bestimmte Zeitqualitäten, für Neumond, für Vollmond und so weiter. Ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig, dass man das mit einbaut und es nicht immer nur in diesem kleinen, beengenden persönlichen Universum laufen lässt, das Kartenlegen. Bin ich nicht ganz mit dir einer Meinung, denn ich habe nun mal den Auftrag, die Klientin, den Klienten mit Bildern zu beraten. Ja? Er gibt mir nicht den Auftrag, mach mir da jetzt ein Garten und daraus oder wirf mir die Runen, damit ich was erfahre, sondern er sagt, du, ich komme zu dir, weil ich von dir beraten oder mit den Karten beraten werden möchte. Ja. Also da habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. Natürlich gibt es immer einen Grund, warum dann etwas nicht so funktioniert, wie es die Karten einen empfehlen. Aber halten sich auch oder hält sich auch der Klient. Ja, das ist halt immer die Zusatzfrage. Und wir sind ja nicht da für Maschinerie, die dann immer schaut, macht der Klient auch das, was wir ihm in der Beratung empfohlen haben. Ja, ich denke, ich glaube, wir haben das Thema jetzt erschöpfend behandelt. Wir reden ja auch schon eine halbe Stunde. Es kamen keine Fragen. Möchtest du noch irgendwas sagen dazu? Ja, wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, was ist, wenn nicht. Aber das andere, was ist, wenn das eingetroffen ist, wenn wir das auf des Kartenbildes hingewiesen haben? Ja. Und ich finde, das sollte man auch mal erwähnen, dass es sehr wohl Hinweise gibt, wo die Klienten gut daran tun, sich daran zu halten. Ich erinnere mich an ein Beispiel an einer Legung in einer Buchhandlung, ich möchte ganz gerne jetzt in Urlaub, kannst mal in die Karten gucken. Und ich habe ihr ein großes Blatt gelegt und ich habe ihr sie mehr. Und ich habe sie dann ungefähr 7, 8 Monate später wieder gesehen und dann fragte sie, na und wie war der Urlaub? Und sie sagte, ich wäre fast gestorben. Echt? Und ich bin nicht nur wegen diesem Erlebnis sehr sicher, dass uns die Karten wohlmeinende Ratschläge geben. Ja, natürlich, das will ich überhaupt nicht abstreiten und Zeitangaben funktionieren sehr, sehr gut. Ich wollte einfach nur noch mal fragen, was ist, wenn es halt nicht ist? Und das finde ich, da sollten wir auch drüber reden, weil es gibt einfach das, dass es auch mal nicht ist. Ne? Natürlich. Und ich finde das immer wichtig, weil Kartenlegen ist nun mal keine Hexerei, ne, sondern es ist ein Tool, wo wir sicher an Sachen rankommen, die wir mit dem normalen Tagesbewusstsein nicht so haben, wo wir Infos bekommen aus anderen Quellen. Da bin ich sehr von überzeugt. Aber gleichzeitig ist es wirklich auch nicht ja, die hellseherische Glaskugel für mich, sondern es ist eine Mischung aus beiden und das macht es für mich so spannend und interessant. Na? Da gibt es für mich nichts hinzuzufügen. Ich sehe genau gleich wie du. Und ich weiß es ja nicht hundertprozentig, wie weit sich unsere
unsere Klientel daran hält, was sie fahren. Aber ich bin überzeugt, dass die eine hundertprozentige Wahrheit sagen. Ja, die Karten ja. Und ich finde es aber auch wichtig, immer wieder zu zeigen, dass gerade wir beide, wir sind ja auch kritische Menschen, selbstkritische Menschen. Ich bin mir sicher, ebenso wie ich, glaubst du nicht, dass du die Weisheit gepachtet hast. Und wir können auch mal Fehler machen. Die Karten sagen sicher immer die Wahrheit, aber ob wir immer alles verstehen oder ob wir es nicht erst im Nachhinein wirklich verstehen, das ist auch immer ja, noch eine Frage. Ne? Oder eben auch, auch sehen können. Ja, ja? Ganz genau. Die Kombinationen im Nachhinein sehen, ist natürlich sehr schön, nur es hilft halt nichts, weil es ist dann schon vergangen. Ja. Ja. Ach, das war jetzt tiefschürfend. Ja. Ja, ich denke, möchtest du noch was loswerden? Einfach nur ein Danke fürs Gespräch. Ja, ich fand, das war auch sehr schön. Endlich mal wieder etwas länger mit dir philosophiert. Wir sollten das wirklich wieder regelmäßig machen, damit wir im ja. Gespräch bleiben. Ja, mach mal einen Termin. Ja, ich bin, wir müssen jetzt auch langsam auf, weil ich bin nachher noch beim Tarotverband unterwegs und mache ein Gespräch mit dem Steve Hounsome, der ein Druide ist. Und ich kann mir noch nicht so gar nicht richtig vorstellen, wie man als Druide lebt, aber das werde ich jetzt ja dann gleich erfahren. Na, wenn du Asterix gelesen hast, dann wirst du das sicher noch im Hinterkopf haben. Er hat mir schon verraten, dass er diesen Witz sehr oft hört. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen sind, habt ein tolles Wochenende, genießt den Neumond, der nachher stattfindet und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal. Auch Dankeschön für euer Dabeisein, für euer Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns E-Mails, meldet euch bei Facebook. Wenn es euch gefallen hat, votet, gebt Feedback. Wir freuen uns immer darauf. Und wie immer an dieser Stelle, never give up. Yes, indeed.